Einen wunderschönen, meine Lieben. Mal wieder ein Let's Play von mir. Gab jetzt lange Zeit keins, weil ich habe hier alles umgebaut und es ist irgendwie nicht so wirklich fertig geworden. Ich habe es nicht geschafft, dass ich Kamera und alles wieder einrichte. Jetzt habe ich es endlich gemacht. Jetzt können wir endlich gamen. Vielleicht habe ich mich auch einfach vor dem Spiel gedrückt. Und zwar Blair Witch. Ihr wolltet ja unbedingt, dass ich ein Horrorspiel spiele. Hier ist es. Ich habe so minus Bock. Ja, nee. Blair Witch ist es geworden. Blair Witch, wie die Franzosen sagen. Blair Witch auf Russisch. Hör mal auf mit dem Quatsch, fangen wir an. Weiß nicht, warum ich so übertrieben Schiss hab, keine Ahnung. Beastenzeit hat mich echt geprägt. Oh, Lionsgate. Ich habe einen Hund dabei, das nimmt mir schon mal einiges an Sorge. Boah, kann der so schnell umschauen. Jess. Ah, geh ich ran. Ja. Jess, hey. It's good to hear from you. I didn't think you'd call. Yeah. Because we're both full of surprises. So what are you up to? Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Why wouldn't it be? Das ist für eine schmale Straße, voll untypisch für Amerika. You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait. No, I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, okay? All right. Just be careful. Ein sehr kurzes Intro. Geht die Luzi. Come on, Bullet. Den nehmen wir mit. Oh, der heißt Bullet. Na? Oh, Mann, ich kann. Oh mein Gott, ich kann den Hund anpassen. Ist ja großartig. Ja, das sah aber eigentlich halt schon richtig aus, gell? Machen wir mal so einen richtigen Schäferhund. Ein Halsband, das man sieht. Boah, mit blauen Augen. Ne, das ist ja gruselig. Oder ich mach so einen Husky. Ist auch cool. Dann sehe ich den wahrscheinlich auch besser im Dunkeln. Ja, komm, wir haben einen Husky. Mit
finde das ein bisschen komisch, den Nacht im Intro zu ändern. It looks like they started without us, huh? Okay, let's get moving. Das ein bisschen. Was denn? Aha. Let's find this kid. He's been through enough already. Solltest du endlich damit aufgehört, dir wegen der Hexe in die Hosen zu pissen und dich. Nee, habe ich noch lange nicht aufgehört, mein Freund. Noch lange nicht. So. Sorry, Anthony. First come, first served. Yeah, I'll call Landing once I'm in the forest. Der kann doch jetzt nicht einfach das Bullenauto ausrauben. Krass ist denn der? Will noch mehr klauen? Ja. Ja, typisch Hund, gell? Can't say I blame them. It's proven wrong. Ach so, die kennen mich. Okay. Oh, das sind Leckerlis auch für den Hund. Sehr schön. Komm mal hier. Nischt. Boah, die Geräusche gehen mir jetzt schon auf den Sack. Es ging, stand auch am Anfang da, dass das binulare Audiotechnik verwendet und dass man es unbedingt mit Kopfhörern zocken soll. Oh, ein guter Sound macht so ein Horrorspiel immer noch viel schlimmer. Natürlich decken sie den ganzen Wald ab. Der kann ja auch im ganzen Wald versteckt sein, oder? Was ist das? Das ist halt echt kein Arsch hier, gell? Was ist das? A photo. What the hell? Okay. Ja, dann fangen wir mal an. Ein bisschen Angst, dass das ruckelt. Das sieht echt ruckelnd aus. Egal. Es ist nicht egal, aber. What is this? Ja, Götze. Stand da unten. Errungenschaft freigeschalten. So. Boah, das ist ja jetzt schon zum Kotzen dunkel. Come on, Bullet. Let's go find this kid. Angenehm. Ja, genau. Ist das schon das Logo? Ich habe überhaupt keinen Bock. Überhaupt nicht. Boah, es bewegt sich halt kein Stück, das Laub, gell? There's no point in waiting any longer. It's called Landing. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullet's with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not der hat bestimmt psychische Probleme oder so, oder? Well, all right then, just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over and out. Ich geb mal da alleine.
Ja, das sind diese Bänder, die sagen halt wahrscheinlich, dass man den richtigen Weg geht. Kann man auch laufen? Ja. Drücke C, um Bulle zu rufen. Hier. Das ist Bullet, dein Hund, der nie von deiner Seite weicht. Hör auf sein Bellen und beobachte seine Körpersprache. Er warnt dich als erstes vor Gefahren, aber er braucht deine Hilfe, um mit ihm fertig zu werden. Denk daran, wie du ihn behandelst, kann sein Verhalten im späteren Spielverlauf beeinflussen. Bleib immer in seiner Nähe, länger andauernde Einsamkeit kann deinen Geisteszustand beeinflussen. Oh. Falls du ihn aus den Augen verlierst, drücke C, um ihn zurückzurufen. Wenn er in der Nähe ist, schaue ihn an und halte C, um das Befehlsrad durchzuschalten. Haustier, bleib bei mir, halt, tadeln, such. See if you can find something, buddy. Lead on, buddy. Jo, come on. Hm, darüber? Man geht da halt echt querfeldein durch den Wald, gell? Was geht denn? We're looking for Peter, not the search party, buddy. Du bist ein dummer Hund, wie es aussieht. Gleich mal tadeln. Nee, Schmarrn. Was Haustier? Nein. Good boy. Wow, did you guys see that old tree? Gives me the creeps. Mann, jetzt will ich das auch finden. Soll ich jetzt dem Polizeiband nachgehen oder? Das? Da wäre das Band und hier halt nicht, gell? Doch, da ist auch Band. Okay. Bullet! Was denn? Come on, look around, boy. Look around, boy. Come on. Ey, komm, geh mal hier lang. Is it even possible for a kid to get this far? Ja, wo ist er? Komm her. Ah, hier. Come here, boy. Heal. Oh Gott, von was reden die? Wo geht's denn da überall lang? Muss ich jetzt einfach so rumrennen, oder was? Just some garbage. Careful there, Caldwell. Okay, dann latschen wir einfach mal blöd durch die Gegend. Was haben wir hier? Wieder ein Foto. Another one. Wonder who those people are. Ich will's, glaube ich, nicht wissen. Bullet, search! Such. Geh du wieder zurück. So, weil ich wahrscheinlich was übersehen habe, aber... What the fuck, Alter? Du sollst was suchen. Come on, look around, boy. Dann hopp. Okay, der findet, glaube ich, nichts. Er muss jetzt echt einfach so blöd im Wald rumrennen, in der Hoffnung, dass ich eines Tages irgendwas finde, oder wie? Komisches Spiel. What'd you find? Oh, what'd you find? Wo denn? Hä? Da ist doch nix. Ja. Okay, seek.
Ah, hier ist was. Müll. Großartig. The world's not your goddamn trash. Boah, ich raff's gerade überhaupt nicht. Und das macht gerade überhaupt keinen Spaß. Muss es einfach hier blöd im Wald rumlaufen. Ich dachte schon, dass das wenigstens ein bisschen linear ist oder so. Heel! See if you can find something, buddy. Der dann immer hingeht. Der latscht halt einfach wieder zurück und so, gell? Noch ein. I guess you can consider it a clue in some case. It's not ours. Ja, Alter, wo rennst du hin? Yeah, good dog. Ich meine, das ist ja süß und so, kannst du streicheln, aber. Hat ein bisschen was von Slenderman, gell? Einfach mit diesem blöd durch den Wald gerenne. Was hast du was? Zeig. Alter. Nothing here. I should look somewhere else. Das sauft da was. Wieso bellst du denn dann? Ein ganz schöner Scheißdreck bis jetzt, Leute. Wo, 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 was? Grad was angeknurrt. Und alle zwei Sekunden sauft da irgendwas. Jetzt mal von dem Wasser da weg, dann kann der ja nicht immer. Der rennt immer wie so ein Gestörter zu diesem Teich hin. Ich meine immer, dass da Wunder was ist. Nothing there, huh? Da findet auch nichts. Walkie check. The handle is Ellis. I'm joining the search. Oh, you gotta be shitting me. Hey, that's enough, boys. He's here to help. Yeah, good check. Welcome aboard, Ellis. Thanks. I'll stay behind, double check the area. Das wird kein Homie von mir, das merke ich schon. Also wenn ich mich jetzt nicht völlig verlaufen habe, dürfte ich bald mal wieder am Eingang sein. Was eigentlich nicht mein Plan war, aber... Ah, das schaut doch nochmal hier, oder? Schaut doch mal nach so einem Bauwerk oder sowas aus. Oder ist es einfach nur ein Baum? Kann natürlich auch sein. Es ist einfach nur ein Baum. Ja, haben wir eine Karte, haben wir bestimmt auch nicht, oder? Sein Memo. Nö. Hast du mal wieder was? Oh! Mein Lager. This doesn't look related, but you never know. Why am I not surprised that this is what you brought? Eine Socke. Dankeschön. Bist ein guter Junge. Aren't you a handsome boy? Ja. Ja, Leute, ich schneide das ja hier immer. Also ich sag lange Zeit nichts und es passiert lange Zeit nichts. Dann schneide ich das raus. Und deswegen seht ihr auch nicht, dass ich jetzt echt schon ewig lang einfach planlos durch diesen scheiß Wald laufe und mir das absolut keinen Spaß macht. Wir beenden die Folge jetzt hier. Weiß ich nicht, ob ich das noch weiterspiele. Ich werde mir wahrscheinlich mal einen Trailer anschauen, ob da noch irgendwie großartig was passiert, weil... Aber das ist ja stinkend langweilig. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, vielleicht habt ihr es ja sogar gespielt und sagt, hey, nee, Hausi, du musst weitermachen, das Spiel wird der Hammer. Da gucke ich es mir nochmal an, aber ansonsten war's das mit Blair Witch, so leid es mir tut. Egal.
Sonntag gibt's Raft, am Dienstag gibt's Deponia. Bis dahin, schöne Zeit.